Meine sehr verehrten Damen und Herren, na Kollegen da draußen, heute ist der 3. Dezember und das 3. Dezember Adventskalender-Video des Jahres 2015. Ja, wie es auch oben bzw. unten für den Desktop heißt oder geschrieben ist. Und heute ist mir was ganz Spezielles im Radio aufgefallen. Denn einer der beliebtesten Radiosender hier in der Schweiz hat wieder mal das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres und der Satz des Jahres gekürt. Das Wort des Jahres war... was war das schon wieder? Also das Unwort des Jahres war, glaube ich, Asylchaos. Und eigentlich, was ich in diesem Video hier eingehen wollen oder will, ist der Satz des Jahres, nämlich von Sepp Blatter höchstpersönlich, dem alten Seppi: Die FIFA kann man nicht kaufen. Und da fragt man sich doch schon, so wie ich das verstanden habe und auch gehört habe, ist die FIFA eine die Non-Profit-Firma. Also die sollte oder die möchte keinen Profit irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe das mal gehört von dritten, vierten, fünften Personen her. Also keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber muss wirklich sagen, es läuft in der FIFA nicht alles so schön, wie man möchte. Es gibt sehr viele Macken und auch Sachen, die man eigentlich so nicht haben dürfte. Denn Sepp Blatter und Platini wurden dann, glaube ich, auch irgendwie mal letztens zur, ich weiß nicht, war das im September oder Oktober, wurden leider Gottes, oder was sage ich leider Gottes, naja, ist jetzt jedem seinem Standpunkt, ob es für Blatter ist, Blatter und Platini oder nicht, wurden für 90 Tage gesperrt. Und soweit ich weiß, haben dann die Leute oder das Parlament entschieden, dass Sepp Blatter wirklich lebenslänglich für die FIFA gesperrt ist und sozusagen einen Nachfolger braucht. Aber dann in einem Interview im Radio gab dann Blatter Preis, dass man eigentlich Komiteemitglieder, glaube ich, nicht, dass man, glaube ich, Organisatoren und so, die kann man sperren, aber gewählte Leute, wie jetzt zum Beispiel Blatter, also Präsidenten, kann man nicht ablehnen bzw. sperren lassen. Und so weiter stand so gut. Ich weiß gerade nicht aktuell, wie der Stand ist. Leider hätte ich mich informieren sollen. Aber ich habe hier die Kamera gesehen, zack, genommen und gerade ein Video aufgenommen mit Infos, die ich so gerade habe. Mal wieder in coolen Pyjama und der Hosen, legere irgendwas. Was ist das überhaupt hier? Bläh. Und ja, vielleicht, das sieht man gar nicht, das ist eigentlich noch gut, aber vielleicht hier so, ne, das da, das ist ein Blasenpflaster, ein Blasenpflaster. Das hat mehrere, ja, wie soll ich sagen, Verursachungen, Gründe, aber die nicht in diesem Video, sondern einem anderen Mal. Und ja, 3. Dezember, was ist heute so noch passiert? Ich habe letzte Woche einen Test bekommen, oder gemacht, in Zeichnungstechnik. Und ich dachte, ich schreibe jetzt, also in der Schweiz ist die Note 6 die beste Note und die Note 1 die schlechteste. Das heißt umgekehrt, ich hätte gedacht, jetzt in deutscher Notenbewertung hätte ich eine 4 oder drunter, was durchgefallen ist hier in der Schweiz. Beziehungsweise nach Schweizer Benotungsskala eine 4. Das wäre dann knapp genügend bei uns. Ich dachte, ich wäre drunter, also durchgefallen. Und demnach ist nicht so. Ich habe zwar keine Antwort bzw. keine Aufgabe 100% richtig, aber zumindest, weil mal umgerechnet wäre, das eine 2,2. Ja, also bei uns in der Schweiz eine 4,8. Und ich bin eigentlich überglücklich, denn ich hatte keine Ahnung, was ich da machen sollte. Den Test bekam ich eben heute und ich dachte, boah, ey, also der Lehrer ist ein bisschen speziell
Und er gibt wirklich man, also liegt jetzt, wie soll ich sagen, in Lohnskala von der ganzen Klasse, ohne Namen natürlich, aber sieht man so irgendwie in der Skala hier schlechteste zu oberst und immer besser und besser und besser. Und da musste ich sagen, ey, scheiße. Die schlechteste Note ist eine 3,5, also beziehungsweise eine 4,5 für Deutschland und Österreich. Und ich dachte, scheiße, wenn ich die Note habe, bin ich durchgefahren. Verdammte Kacke. Und da kommt es besser, eine 2,2. Yay! Also eine 4,8. So rum, in der Schweiz. Und da dachte ich, boah, ey, aber besser hätte man es machen können, wenn ich das die Aufgabe gekonnt hätte in der Zeit, die vorgegeben war. Das war echt stressig. Boah. Naja, und heute habe ich einen Test geschrieben. Also ich habe jede Woche eine Lektion, einen Tag natürlich Schule, Berufsschule. Und die vier anderen Tage gehe ich arbeiten. Und ja, ich denke mal, soweit so gut. Ist zwar kein feierliches Motto heute gewesen, aber ich denke, man kann auch von sich aus ein bisschen was erzählen. Und das habe ich heute gemacht. Und jetzt sind die 6 Minuten auch schon wieder vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen am 4. Dezember wieder reinschaut. Ich würde mich freuen, wenn ich nehme natürlich dieses Video hier immer tagtäglich auf. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ich denn für morgen etwas ankündige oder anschneiden kann, damit ich hier ein bisschen rumquatschen kann, vielleicht auch Fragen, die ihr habt für mich, indem ich dann die Kommentare durchgehe und somit in diesem Video hier beantworten kann. Jo, ich denke, das war's für heute und wir sehen uns dann am 4. Dezember wieder.